Also, ich bin der Samuel. Ich bin Hanna. Wir haben zusammen Kräuterküsse, also Duftküsse gemacht. Ich und der Samuel haben einen grossen Garten und dort haben wir es vom Garten geschnitten. Also, wir haben auch so ein Rezept gefunden, wie so, das sind auch so Kräuter, die helfen zum Einschlafen. Sie bestehen aus Zitronenmelisse, Pfefferminz, Salbei, Lavendel und Hopfen, genau. Wir haben es getrocknet und nachher haben wir Schlafküsse, also haben wir Hüllen geschneit. Und dann haben wir die Kräuter noch etwas verkleinern müssen. Und nachher mussten wir es dort reinfüllen. Und dann haben wir es in. Wir haben noch so einen Bauchladen gemacht. Dann konnte man den so anlegen. Ja, also sie haben ja immer 15 Franken gekostet und die meisten haben dann auf 20 Franken aufgerundet. Wir haben das gesammelt für Flüchtlingskinder in Ruanda. Dass auch denen etwas besser geht, dass die es etwas gleich haben wie wir. Ich bin Mirja Baumgärtner. Ich bin Malu Hautli. Und wir sind Brot verkaufen. Also, wir haben Kinder halt selber gemacht. Und also unsere Eltern haben es uns ein bisschen gezeigt. Also Backen haben wir etwa so. Also unsere. Also etwa so eine halbe Stunde haben wir Backen. Also. Vielleicht ein bisschen. So irgendwie 40. Plus Backen irgendwie 40 Minuten. Wir sind zu der Nachbarschaft gegangen. Und sind gelaufen und haben gefragt, ob sie uns Brot abkaufen wollen. Also wir sind zweimal rumgelaufen in der Nachbarschaft. Wir haben etwa so am ersten Mal 11 Brot backen. Dann haben wir glaube ich 15. Also wir haben ein Wägeli dabei gehabt, zum Verkaufen und einen Korb. Und das Geld, das wir dann verdient haben, haben wir dann den armen Kind in Ruanda gespendet. Weil wir es in der Schweiz da schon schön haben, möchten wir etwas davon abgeben. Darum spenden wir Geld für Flüchtlingskinder in Ruanda. Also, ich würde es gerne wieder machen, du? Oder? Ja. Ich bin Enya. Ich bin Kaya. Die Aktion war, dass wir dürfen föteln und die Föteli zu Grußkarten verarbeiten lassen. Wir haben Blumen, Schmetterlinge und auch Wasserfälle und Regenbogen gefötelt. Also wir haben eigentlich das ganze Jahr durch ein bisschen gefötelt für mit den Sternenwoche im Hinterkopf. Wir haben 9 verschiedene Bünde an 4 Karten gehabt und man hat es mit so, also mit so einem Büchlein haben wir können schauen, wie die Bünde aussehen und welche Karte es drin hat. Wir haben ja verkaufen bei der Kirche und in Migros und haben bei der Migros haben wir glaub, gefragt, ob wir vorne dran herstehen dürfen. Und bei der Kirche haben wir am Ende der Kirche uns das Projekt vorstellen und haben dann auch dürfen, sind auch auf die Leute gekommen und dürfen kaufen. Wir haben für Kinder gekauft, die auf Ruanda geflüchtet sind, von Hungersnot und Gewalt, dass sie auch wieder Kind sind.